What is racism? Was ist Rassismus? Rassismus ist die Feindschaft gegenüber Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft oder Abstammung. Beim Fußball spielen Menschen mit verschiedener Herkunft zusammen. Viele Spieler haben in der Vergangenheit aber Erfahrungen mit Rassismus gemacht. Sie wollen Rassismus in Gesellschaft und Fußball bekämpfen. Wir haben mit Top-Fußballern gesprochen, um Rassismus die rote Karte zu zeigen. Zeig Rassismus die rote Karte. Die ersten schwarzen Spieler in den 70er und 80er Jahren hatten sehr oft unter schlimmen rassistischen Beleidigungen zu leiden. Monkey chanting, booing. Affenrufe, Ausbuhen. In den schlimmsten Fällen wurden wir sogar mit Bananen beworfen. Damit umzugehen, war für jeden schwierig. Anybody would find difficult to actually deal with. Samuel Eto'o war drauf und dran, das Spielfeld zu verlassen, weil er unter rassistischen Beleidigungen von Zuschauern zu leiden hatte. The stadium manager would appear and something's happened. Something being thrown at Samuel Eto'o. No mercy, sir, no more. What was it? Es sieht so aus, als ob Eto'o mit etwas beworfen worden wäre. Oder waren es Sprüche von den Zuschauern hinter dem Tor? Er sagt no mas. Jetzt reicht's. No más, no more. ¿Qué hago yo? Una vez casi me marcho del campo, ¿no? Einmal hätte ich fast das Spielfeld verlassen. Aber nachdem ich darüber nachgedacht habe, nein, genau genommen ohne darüber nachzudenken. Aber mit Hilfe des Schiedsrichters und meiner Mitspieler haben wir das Spiel doch noch beendet. Aber es war wirklich schwierig, damit umzugehen. Die Leute können sich oft nicht vorstellen, wie du dich fühlst. Das ist hart. Es spielt keine Rolle, welche Religion du angehörst oder woher du kommst. Wir haben alle unterschiedliche Wurzeln und stammen aus verschiedenen Ländern und wir sollten zusammenarbeiten und voneinander lernen. Ich sage immer, man sollte versuchen, andere Kulturen und Religionen zu verstehen und voneinander zu lernen. Ich denke, das Wichtigste ist, Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man in der Lage ist, zusammenzuarbeiten, zu verstehen, was der eine mag, was er nicht gut findet und diese Entscheidungen auch zu respektieren. Ich glaube, die wichtigste Sache ist Respekt. Einfach nur Respekt. I mean, the most important thing is respect. Respect, just respect, yeah.